zu unserem ersten Vortrag. Ich freue mich sehr, Dr. Thomas König hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen, Vorstandsmitglied der E.ON. Sie verantworten seit 2012 als Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Deutschland und seit 2018 als CEO und CFO der Energienetze Deutschland das ganze deutsche Netzgeschäft. Und wir sind heute sehr gespannt zu hören, wie künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft einen Beitrag leisten kann. Ist das Vision oder schon Realität? Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank für die einleitenden Worte und Ihnen allen an den Bildschirmen ein herzliches Willkommen, wo immer Sie auch zusehen. Ja, ich möchte Ihnen heute ein bisschen näher bringen, was E.ON insbesondere im Netzbereich an künstlicher Intelligenz einsetzt. Künstliche Intelligenz ist bei uns ein wesentlicher Punkt unserer Digitalisierungsstrategie. Ich möchte Ihnen deshalb zunächst mal ein bisschen einordnen, was wir im Bereich Digitalisierung machen und gehe dann spezifisch auf einige Beispiele ein, um Ihnen deutlich zu machen, welche Potenziale Digitalisierung bei uns im Netz bietet. Eine hochrangige Führungskraft von Google hat auf einer gemeinsamen Konferenz vor 2 Jahren mal gesagt, die Energiewende ist das größte Digitalisierungsprojekt aller Zeiten. Und Google muss es ja wissen. Wenn der das sagt, will ich dem nicht widersprechen. Ich will mal ein bisschen beleuchten, warum das möglicherweise richtig ist, was er da sagt. Auf diesem Bild sehen Sie 2 Entwicklungen. Auf der linken Seite die prognostizierte Entwicklung der erneuerbaren Anlagen und der erneuerbaren Erzeugung in Deutschland von 2020 bis 2030. Wir haben heute ungefähr 120 GW Kapazität im Netz, gerundet Pi mal Daumen 2 Millionen Anlagen. Und das soll auf über 300 GW steigen. Da kriegen Sie ungefähr ein Gefühl dafür, was in den nächsten Jahren an Zubau passieren wird. Wir werden also in der Tat Millionen neuer Anlagen auf der erneuerbaren Seite anschließen. Und das wird begleitet, und das ist für das Netz nochmal eine ganz besondere Herausforderung, das wird jetzt begleitet durch einen rasanten Anstieg auch noch auf der Kundenseite. Denn wir werden dazu neben den Millionen Anlagen, die einspeisen, Millionen neue elektrische Anwendungen sehen. E-Mobility geht nach vielen Jahren des langsamen Dahindümpels ab wie eine Rakete. Und Wärmepumpen, elektrische Wärmepumpen steigen auch rasant. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Fissmann hat vor ein paar Tagen ihre Zahlen präsentiert. 50% Absatz plus bei den Wärmepumpen. Und das geht stramm so weiter. Das heißt, aus einer Netzperspektive werden wir in den nächsten Jahren Millionen neue Anlagen anschließen, sowohl auf der erneuerbaren Seite als auch auf der Kundenseite. Wir werden alleine E.ON in Deutschland etwa 300 Millionen Euro pro Jahr nur in Digitalisierung stecken. Denn Sie können sich vorstellen, und damit gehe ich mal auf die nächste Seite, dass die Beherrschung eines solchen Systems mit Millionen von neuen Anlagen nur noch sicherzustellen ist, wenn wir komplett digitalisieren. Das heißt, wenn wir alle Einspeiser mit Steuerungs- und Regelungstechnik ausstatten, all unsere Trafos, unsere Umspannwerke, dass wir alles, was wir tun, zukünftig weitgehend automatisch machen. Das Gleiche müssen wir auf der Verbraucherseite machen. Denn wir werden zukünftig ein Problem bekommen, dass wir, oder eine Herausforderung, was wir in der Vergangenheit so nicht gesehen oder nicht so stark ausgeprägt gesehen haben. Wir hatten in der Vergangenheit klar steuerbare Produzenten. Jetzt sind wir aber in der Einspeisung weitgehend wetterabhängig. Das heißt, die Einspeisung schwankt mit Wind und Sonne. Und es fällt deshalb viel, viel schwieriger, Verbrauch und Nachfrage und Erzeugung zeitpunktgenau in Einklang zu bringen. Und das kriegen wir nur hin, und das ist der erste Punkt, der da oben steht, wenn wir komplett digitalisieren. Sonst kriegen wir das Netz nicht mehr stabil gehalten und Netzausfälle werden wahrscheinlicher. Ich fand gerade Ihre Anmoderation so schön, weil Sie künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in einem Atemzug genannt haben. Auch dafür arbeiten wir. Denn die Digitalisierung ermöglicht es uns, unsere Netze vollumfänglich auszulasten.
Wir haben heute insbesondere in den unteren Spannungsebenen das Problem, dass wir teilweise im Blindflug sind. Wir wissen gar nicht, wie viel Strom wo durchfließt und wo die Netzengpässe sind. Brauchten wir auch nicht, weil wir in der Vergangenheit ausreichend Kapazitäten hatten. Und wir brauchten keine Ampel, die irgendeinen Verkehr geregelt hätte, weil die Straßen, ich mach mal das Bild, so breit waren und so unbefahren, dass der Verkehr engpassfrei lief. Das ändert sich zukünftig massiv. Und deshalb müssen wir unsere Netze bestmöglich ausnutzen. Und das ist ein Beitrag für Nachhaltigkeit. Denn es wird uns ermöglichen, den Netzausbau so gering wie möglich zu halten und damit die Eingriffe in die Natur auch so klein wie möglich. Und das ist der dritte Punkt, der da steht, Maximierung der Effizienz im operativen Geschäft. Es wird den Geldbeutel unserer Kunden schonen. Wir werden hohe Investitionen sehen in den nächsten Jahren und das muss man natürlich fairerweise dazu sagen, am Ende des Tages muss das auch einer bezahlen und das sind wir alle, die wir hier sitzen. Netzausbau wird Geld kosten und wir versuchen das Ganze natürlich so schlank wie möglich zu machen und das geht nur mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, die Beispiele kommen gleich. Ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, wenn ich hier so reingucke, sehe ich überwiegend junge Leute. Ich würde mal sagen, gefühlt ist der Altersdurchschnitt hier in der Runde auf jeden Fall unter 35, würde ich mal sagen. Ja, Ausnahmen sieht, wir beide ziehen natürlich hoch, das ist klar. Aber uns werden in den nächsten Jahren insbesondere die geburtenstarken Jahrgänge verlassen. Und wir werden alle, nicht nur die Energiewirtschaft, sondern die gesamte Industrie wird mit Fachkräftemängel zu kämpfen haben. Dem werden wir in Teilen begegnen müssen durch Automatisierung. Alles, was wir automatisieren können, wo wir keine Menschen mehr einsetzen müssen, werden wir mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der Tat auch umsetzen. Ansonsten werden wir die Aufgaben mit viel, viel weniger Leuten gar nicht anders stemmen können. Und künstliche Intelligenz wird es uns auch ermöglichen, Wissen zu transferieren. Und zwar nicht Wissen von Mensch zu Mensch, sondern Wissen von Mensch auf Maschine. Und das wird uns natürlich auch enorm helfen. Die Digitalisierung zieht sich heute durch unsere gesamte Wertschöpfungskette. Die Frage, die mein Vortrag aufwirft, Vision oder Realität, die kann ich Ihnen ganz schnell beantworten. Wir sind weit von der Vision entfernt. Wir sind mitten in der Realität angekommen und wir sehen jeden Tag neue Anwendungen, wo wir künstliche Intelligenz einsetzen können. Ich habe hier mal so die Wertschöpfungskette bei uns im Netz skizziert. Ich gehe gleich intensiver auf Beispiele ein. Ich will Ihnen nur mal am Anfang der Kette, wenn wir Netze planen, bis zum Kundenservice, mal so einen ersten Eindruck vermitteln. Wir haben alleine in Bayern pro Jahr ungefähr 80.000 bis 90.000 neue Photovoltaikanlagen, die wir anschließen müssen. Dafür müssen wir vorher eine Netzverträglichkeitsprüfung machen. Das kriegt man in dieser Menge nicht mehr händisch gelöst. Das geht nur noch mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, die automatisch prüfen, wo kann ich anschließen, wo ergeben sich Engpässe, wo ist der optimale Standort, wo ist die optimale Verlegung einer Leitung, um diese Anlagen ans Netz zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn man ans Ende der Kette guckt, an den Kundenservice, einfaches Beispiel, ich weiß nicht, wer schon mal im Kundenservice gesessen hat und sich durch so ein SAP-Maske gequält hat. Klick, 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 klick. Das macht ein Mensch. Im Hintergrund läuft eine Maschine mit, die fallabhängig Muster erkennt. Wenn also ein Kunde neu angelegt werden muss, dann sind folgende 20 Schritte möglich. Das lernt eine Maschine und führt diese Schritte dann nach einer gewissen Einlernphase automatisch durch, sodass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor dem Bildschirm erstmal weitgehend entlastet wird, nur noch ein paar Kontrollen durchführen muss. Aber die Maschine im Hintergrund nimmt menschliche Arbeit ab und automatisiert. Ein Schritt weiter geht es, dass bei uns künstliche Intelligenz Kundenfragen analysiert, ist das eine freundliche Anfrage oder ist da ein aufgeregter Kunde? Und zwar sowohl schon am Telefon, an der Stimmlage oder anhand der E-Mail, weil Reizworte drin sind. Und wir routen in der Tat aufgeregte, teilweise auch aggressive Kunden wirklich im Kundenservice über künstliche Intelligenz bereits an spezialisierte Agenten, die dann besonders geschult sind und versuchen zunächst mal den Kunden ein bisschen zu beruhigen, runterkommen zu lassen, um dann in Ruhe ein Gespräch darüber zu führen, wie kann ich das Problem lösen, was der Kunde gerade zur Sprache bringt.
gucken wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver an im Produktionsbetrieb, was wir mit künstlicher Intelligenz machen. Stichwort Predictive Maintenance, also vorausschauende Instandhaltung unserer Anlagen. Ob das Umspannwerke sind, Kabel, Transformatoren. Ganz zu Anfang hat man Instandhaltung nach festen Zeitzyklen durchgeführt. Das heißt, bei jeder Anlage stand dann drin, die muss alle 2 Jahre gewartet werden, alle 5 Jahre, alle 10 Jahre. Das war ganz am Anfang. Dann ist man rübergegangen und hat gesagt, diese starren Zeitzyklen sind nicht präzise genug, kosten auch zu viel Geld, sondern man ist dann zu einer sogenannten zustandsorientierten Instandhaltung übergegangen. Der Zustand der Anlagen wurde aber überwiegend durch Mitarbeiter beurteilt auf Basis von Erfahrungswissen. Wir haben dann vor einigen Jahren angefangen, systematisch Daten zu sammeln. Und erstmal querbeet durch, weil wir gar nicht wussten teilweise, welche Zusammenhänge könnte es geben. Und wir haben dann beispielsweise Kabelausfälle maschinell ausgewertet und versucht, Muster zu erkennen, warum ist eigentlich in dieser Situation ein Kabel ausgefallen. Und ich mache es jetzt kurz, was wir gemerkt haben. Wenn wir die Daten systematisch sammeln und auswerten, dann kriegen wir etwa eine 30% höhere Prognosequalität, wann ein Kabel möglicherweise zukünftig ausfallen wird. Und eine 30%ige Prognosequalitätserhöhung, das können Sie sich vorstellen, macht bei uns einen enormen Schritt nach vorne, was Kosten und Zeiteffizienz angeht. Denn wenn ein Kabel ausfällt, habe ich eine Versorgungsunterbrechung, die schafft Unmut beim Kunden, die kann möglicherweise sogar zur Schadensersatzforderung führen und es gibt einfach Ärger und kostet Geld. Das heißt, je besser wir voraussagen können, wo möglicherweise ein Fehler passieren könnte und wir fangen vorausschauend an, solche Fehler zu vermeiden, indem wir vorausschauend instand halten, ist das für uns ein Riesenschritt nach vorne. Ein weiteres Beispiel. Dieses Bild gefällt mir besonders gut, weil man da Netze und Windanlagen sieht. Warum gefällt mir das so besonders gut? Weil wir haben in Deutschland vieles richtig gemacht, aber auch vieles falsch. Wir haben zum Beispiel die Erneuerbaren viel, viel schneller ausgebaut als die Netze. Und das führt dazu, dass wir jetzt in vielen Bereichen in Deutschland Netzengpässe haben. Insbesondere im Norden, wo wir sehr viel Wind haben, sind die Leitungen nicht nachgezogen worden. Und wir müssen da jetzt wertvolle, saubere Energie abregeln. Einspeisemanagement, sagt man das. Sagen wir ein Beispiel. Ein Windpark, den können Sie heute, weil die Genehmigungszeiten, die wachsen jetzt auch an. Ich habe gerade heute Morgen im Radio gehört, das dauert mittlerweile auch 7 Jahre. Das ging früher aber viel schneller. Der Bau einer 110 kV-Leitung, also einer Höchstspannungsleitung, zieht aber Genehmigungszeiten von teilweise 10, 12 Jahren nach sich. Und wenn sich Netzausbau und erneuernder Ausbau so auseinanderentwickeln, sind natürlich Engpässe vorprogrammiert. Für uns ist es extrem wichtig, solche Engpässe vorher zu prognostizieren, ähnlich wie bei Predictive Maintenance, vorher erkennen, was passieren könnte. Und wir setzen künstliche Intelligenz jetzt bei Wetterprognosen ein. Wetter ist für uns extrem wichtig geworden, spielte vor 20 Jahren überhaupt keine Rolle, weil die Einspeisung in unsere Netze wind- und sonnenabhängig ist. Das heißt, wir stecken wirklich viel Energie, viel Zeit und Ressourcen rein, unsere Wetterprognosen mit jedem Jahr zu verbessern, weil es uns ermöglicht, den Netzzustand vorauszusagen, sowohl über die Erzeugungsseite und dann später auch über die Verbrauchsseite, um Verbrauch und Erzeugung zeitpunktgenau in Einklang zu bringen. Bei den Wetterprognosen haben wir große Fortschritte gemacht und können heute schon gemeindescharf einen Tag vorher zeigen auf einer Landkarte, da und da werden wir Netzengpass haben, da werden wir Anlagen runterregeln müssen. Das ist natürlich nicht Ziel, das dauerhaft so zu belassen. Wir wollen die Netze so ausbauen, dass die Engpässe möglichst schnell komplett aufgehoben sind. Aber wir werden noch einige Jahre mit diesen Engpässen leben müssen. Und was wir als nächstes jetzt machen, wir bauen eine Plattform, die es ermöglicht, Kunden ihre Nachfrage flexibel steuern zu lassen. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Engpass haben, dann kann der Kunde sagen, ich kann mehr Strom verbrauchen oder weniger.
Und ich kann damit Angebot und Nachfrage beidseitig ausregeln, und zwar zum Nutzen sowohl der Erzeuger als auch der Kunden, weil damit können beide Geld verdienen. Denn wir sind als Netzbetreiber immer nur daran interessiert, dass ich zu jedem Zeitpunkt Angebot und Nachfrage ausgleiche und die Netze stabil laufen. Drittes Beispiel. Das ist auch wieder eins, bin ich ganz stolz drauf, wo wir künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Und das ist auch ein bisschen, ich hoffe, man sieht das, das ist nicht nur ein Mast zu sehen, sondern haben Sie die Drohne erkannt? Wir haben in der Vergangenheit diese sogenannten Freileitungen, insbesondere mit Helikopterflügen oder aber mit persönlichen Begehungen, daraufhin kontrolliert, wie nah die Vegetation an die Leitung gewachsen ist. Denn Vegetationsschäden, also bei einem Sturm beispielsweise, wenn ein Baum in eine Leitung fällt, sorgt regelmäßig für teure Versorgungsunterbrechungen. Oder aber, wenn Bäume in eine Leitung reinwachsen, also nicht umfallen durch Sturm, sondern langsam reinwachsen, das ist auch ein Problem für uns. Und das sogenannte Vegetationsmanagement ist deshalb für uns im Netz auch von ganz besonderer Bedeutung. Was wir jetzt machen, immer zwar noch Helikoptereinsatz, aber da können Sie sich vorstellen, der ist sehr teuer. Wir überfliegen jetzt teilweise mit Drohnen, viel günstiger als ein Helikopter und am Ende sogar auch noch schneller, machen mit Hochgeschwindigkeitskameras Bilder und überprüfen mit den Bildern, wo haben wir heute schon eine Gefährdung, oder aber rechnen mit künstlicher Intelligenz hoch. Wir können also wirklich erkennen, was ist das für ein Baum, was ist das für ein Strauch, wie lange wird der noch brauchen, um zu nah an der Leitung zu sein. Also wir machen Prognosen über das Wachstum und können dann ganz gezielt Mitarbeiter einsetzen, um die Leute dann gezielt dorthin zu schicken, um zurückzuschneiden und die Leitung wieder freizuhalten. Der nächste Schritt nach der Drohne werden Satellitenaufnahmen sein. Wir testen gerade das Gleiche mit Satellitenaufnahmen. Wir haben schon angefangen mit Satellitenauflösungen, die quasi umsonst verfügbar sind. Das geht, aber ist nicht gut. Aber man kann, wenn man Geld investiert, heute so präzise Satellitenbilder erzeugen, dass sich selbst, also perspektivisch, ich sag mal vielleicht noch 3-4 Jahre, eine Drohnenbeflügung erübrigt und wir wirklich aus dem Weltall unsere Leitung so präzise beobachten können, dass wir unter Einsatz von künstlicher Intelligenz Vegetationsschäden weitgehend ausschließen können. Ja, das waren mal so ein paar Beispiele, wo wir künstliche Intelligenz einsetzen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, es kommen jeden Tag neue Ideen von unseren Mitarbeitern, was man zusätzlich machen könnte oder wo man künstliche Intelligenz einsetzen kann. Das war nicht immer so und ist heute auch in einzelnen Bereichen nicht immer zwingend so. Und ich möchte Ihnen jetzt am Ende vielleicht noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die das Leben uns ein bisschen schwerer machen, als ich das vielleicht gerade so geschildert habe. Gerade hörte sich das ja alles so sexy an. Guck mal, was da alles läuft. Das ist ein junger Kollege, den haben wir vor einigen Jahren von Google abgeworben. Leider ist Alex heute schon nicht mehr da. Denn als ich mit ihm besprechen wollte, da war er ungefähr knapp drei Jahre bei uns, was wir als nächstes machen, dann sagte er zu mir: Thomas, ich bin ja schon 3 Jahre hier. Ehrlich gesagt, ich wollte nicht mehr lange bleiben. Ich ziehe jetzt weiter. Und der Bursche zieht durch die ganze Welt weiter. Der sucht sich immer die für ihn interessantesten Projekte aus. Das ist etwas, was für uns komplett neu ist. Wir haben eigentlich eine Betriebszugehörigkeit, die ist deutlich jenseits der 10 Jahre. Wir sind es eigentlich gewohnt, dass Menschen, die bei uns einsteigen, ihr Leben lang bei uns bleiben. Diese Digital Natives, die wir brauchen, um unser Geschäft voranzutreiben, das ist eine ganz andere Sorte Mäuse als die, die wir so kennen. Und Sie können sich vorstellen, dass das kulturell im Unternehmen nicht so einfach ist, wenn so 2 vollkommen unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen. Für mich ist also Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz weniger eine Frage der Technik, sondern eher eine Frage der Kultur und der innerlichen Einstellung.
Ich habe, als wir damit anfingen zu experimentieren, sehr häufig, insbesondere so von gestandenen, erfahrenen Ingenieuren gehört, was soll uns denn bitte schön eine Maschine erzählen, was wir nicht ohnehin wissen? Eine Maschine kann doch nicht mehr wissen als das, was wir in 20 Jahren Berufserfahrung hier gelernt haben. Und dann kommen die Aha-Effekte, wenn man plötzlich Muster erkennt, Kausalzusammenhänge erkennt, die so komplex sind, dass die ein Mensch einfach durch Erfahrung gar nicht mehr erfassen kann, sondern nur noch eine Maschine, die ja auch keinen automatischen Bias hat wie ein Mensch, dass die erstmal völlig vorbehaltslos Daten vergleicht, Muster erkennt, Kausalitäten prüft, wo wir als Mensch sagen würden, auf so einem Blödsinn prüfe ich erst gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben bei Datenauswertung immer wieder festgestellt, kann doch sein. Plötzlich merkt man, dass Blitzeinschläge Kabelfehler verursachen können, mit einem gewissen zeitlichen Abstand, wo wir, wenn wir unsere Kollegen gefragt hätten, welcher Einfluss besteht da, eher gesagt hätten, gar keiner. Also unsere Kollegen, Durchschnittsalter 48 Jahre, dafür zu begeistern, das fällt teilweise schwer. Es gibt empirische Untersuchungen, die schön zeigen, wenn ich in die Welt geboren bin als Kind, dann ist alles, was da ist, erstmal naturgegeben. Das ist so. Bis 35, der eine ein bisschen weniger, der andere ein bisschen länger, ist man neugierig, sehr technologieoffen. Und danach richtet man sich im Leben ein Stück weit ein. Dann ist erstmal alles Neue, vor allen Dingen Technologie, ist Teufelskram. Und wenn Sie so im Durchschnittsalter von 48 sind, dann fällt es teilweise wirklich schon schwer, Menschen dafür zu begeistern, dass man Dinge auch komplett anders machen kann. Und von diesen Sätzen haben wir schon immer so gemacht und wird sowieso nicht funktionieren, da ein Stück weit wegzubringen. Das ist für mich heute noch größtes Hindernis, Digitalisierung und künstliche Intelligenz schneller voranzutreiben, als wir das teilweise in Energiewirtschaft beobachten. Es ist nicht eine Frage der Technik, es ist eher eine Frage der Einstellung. Letztes Bild. Alle Beispiele, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, haben wir mit Partnern umgesetzt. Mit großen Partnern, ob das eine Google ist, ob das eine Microsoft ist, aber auch mit kleinen Startups, insbesondere als ich Ihnen das Beispiel mit der Satellitenbeobachtung gezeigt habe. Das war für uns auch neu. Wir sind Jahrzehnte durch die Welt gegangen mit dem Anspruch, wir beherrschen unser Geschäft und wir können alles selbst. Und es war wirklich eine Anstrengung im Unternehmen zu sagen, nee, wir können nicht mehr alles selbst. Die Zukunft ist so komplex geworden und wir kriegen sie nur mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz wirklich in den Griff. Und das Know-how fehlte aber an weiten Stellen. Wir haben natürlich auch so ein paar Cracks dabei, aber wir brauchen von diesen Menschen viel, viel mehr. Und es war für uns eine Lernkurve, wirklich uns zu öffnen und Leute auch in unser Innerstes reingucken zu lassen. Also die Datenbasis, wenn man die offenlegt, da liegen, machen sie sich wirklich nackt. Und das setzt großes Vertrauen voraus. Da sind wir heute große Schritte weiter. Wir wissen, wir kriegen es am besten in Partnerschaften hin, miteinander und nicht gegeneinander. Und deshalb haben wir uns bei E.ON ganz stark nach außen geöffnet und werden das auch weiterhin tun. Hier ist ein Bild ganz aktuell, Startup Challenge, die wir fürs Netz gemacht haben, wo wir wirklich zu ausgewählten Themen, zu ausgewählten Problemen, die uns im Netz beschäftigen, junge Unternehmen einladen und sagen, hört mal, zeigt uns eure Ideen, pitcht und wir suchen uns dann die besten Ideen raus, stellen Ressourcen zur Verfügung, Geld, Personal, aber auch Sandboxes, wo man dann üben kann und testen kann. Und ich kann Ihnen sagen, das macht Riesenspaß. Und hier sehen Sie gerade ganz vorne, das ist bunt, das ist jung. Da kommt eine Dynamik, ehrlich gesagt, die hätte ich vor 10 Jahren im Netz, was ja sehr konservativ ist, so nicht erwartet. Das macht Riesenfreude und ich gucke deshalb auch ganz zuversichtlich nach vorne, dass wir mit solchen Truppen und mit solchen Partnerschaften im Netz noch in den nächsten Jahren weite, große Fortschritte sehen, was das Thema Digitalisierung und Einsatz künstlicher Intelligenz angeht. Das soll es an Impuls gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt Feuer frei für Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, ganz großen Applaus.
Toller Vortrag. Ich habe gelernt, es geht alles um Digitalisierung, um Kultur und sicherlich auch um Nachhaltigkeit. Wir haben hier eine Frage, weil das war auch Thema am ersten Tag bei der Einführung von KI-Projekten. Was könnte man da besser machen, beziehungsweise stoßen Sie schnell an rechtliche und regulatorische Hürden? Also das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich fange mal mit dem an. Mein größter Lerneffekt war, künstliche Intelligenz nicht losgelöst vom operativen Geschäft entwickeln. Die Menschen, die damit später arbeiten sollen, frühestmöglich einbeziehen. Und nicht glauben, ich denke mir was im Elfenbeinturm aus und stülpe dann eine fertige Lösung aufs operative Geschäft, sondern von Anfang an Beteiligung schaffen, aus Betroffenen Beteiligte machen. Sie haben einen größeren Buy-in. Sie kriegen auch bei der Entwicklung von neuen Algorithmen ganz wertvolle Impulse. Und das ist mein größter Lerneffekt. So früh wie möglich einbinden. Es macht allen mehr Spaß und es kommen bessere Ergebnisse raus. Regulatorische Hürden sehe ich derzeit insbesondere, was die Finanzierung von solchen Projekten angeht. Denn die Regulierung, die wir nicht nur in Deutschland, sondern fast überall in Europa so, die ist ausgerichtet auf eine sehr statische Welt. Die ist ausgedacht worden vor 20 Jahren, als die Netze relativ stabil waren. Wir hatten eine stabile Nachfrage, wir hatten große Kraftwerke. Also das war alles ziemlich gut prognostizierbar. Heute haben wir und deshalb basiert zum Beispiel die Regulierung darauf, dass man ein sogenanntes Fotojahr nimmt, also ein Jahr, von dem man glaubt, dass es für die nächsten 5 Jahre nach vorne repräsentativ ist, und auf dieser Basis kriegt man dann Kosten genehmigt und die Finanzierung sichergestellt. Beim Bereich Digitalisierung in 5-Jahres-Zyklen zu denken, ist natürlich totaler Unsinn. Und deshalb arbeiten wir jetzt daran, der Bundesnetzagentur und der Politik beizubringen, wir brauchen eine dynamische Kostenanerkennung. Wir brauchen auch eine Vorfinanzierung von Digitalprojekten, sodass aus meiner Sicht, ich sag mal, die Finanzierung dieser Digitalprojekte derzeit das größte Hindernis ist. Ein letzter Punkt vielleicht noch dazu, das passiert eher auf der Kundenseite, das sehen Sie sehr schön an der Diskussion über Smart Meter. Da sind wir in Deutschland, ich glaube, besonders vorsichtig. Und das liegt auch daran, wie wir solche Projekte in der Öffentlichkeit vorstellen. Die Sorge, dass man über Daten und künstliche Intelligenz ausspioniert wird, die ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Und Sie können mir glauben, Cybersecurity spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Aber ich möchte, und da sind wir sehr, sehr sorgfältig unterwegs, aber die Angst in der Bevölkerung über, ich sag mal, zu transparent zu werden, die ist mir ehrlich gesagt übertrieben hoch und die hindert uns teilweise auch, gute Lösungen nach vorne zu bringen. Ja, herzlichen Dank für die Beantwortung der komplexen Frage. Gibt es hier in der Runde Fragen, Anregungen, Wünsche? Jetzt gibt es die einmalige Möglichkeit. Ja, dann komme ich mal mit dem Mikrofon nach vorne. Lieber Ralf Stehmann. Ja, Herr König, Sie haben das angesprochen am Ende, das Thema Kultur. Und am Anfang des Vortrags ging es um die SAP-Leute, die jetzt nur noch kontrollen und nichts mehr eingeben. Wir kennen das ja unter dem Aspekt Workforce Transformation. Wie machen Sie das und wie lösen Sie das, genau diese im Durchschnitt 48-Jährigen auf diese Zukunft mitzunehmen? Oder ist wirklich auch das eine oder andere dann wirklich da, wo man sagt, ehrlicherweise, da ist eine Restrukturierung unumgänglich? Das ist eine offene Frage, eine schwierige Frage. Trotzdem danke für eine offene Antwort. Ja, also das ist in der Tat, deshalb habe ich es ja angesprochen, in der Tat ein Thema. Ich habe ja bei den Lerneffekten bewusst gesagt, Menschen so früh wie möglich mitnehmen, einbeziehen, langsam ranführen, denen auch die Sorge nehmen, dass sie wegrationalisiert werden. Oder dass selbst wenn eine Aufgabe so zukünftig von einer Maschine übernommen wird, dass andere Arbeit da ist. Damit fangen wir grundsätzlich an. Damit kriegen wir viele Menschen mitgenommen, aber weit nicht alle. Und am Ende muss man auch sagen, dann muss man sich auch im Zweifel mal trennen, weil einzelne Personen können wirklich massiv im Wege stehen, um Fortschritt im Unternehmen voranzubringen.
Wir werden da immer vernünftige sozialverträgliche Lösungen finden. Aber man kann nicht jeden auf die Reise mitnehmen. Und der Markt dreht sich aber so schnell, die Veränderungen gehen so zügig voran, dass wir einfach keine Zeit mehr haben, uns monatelang, ich sag mal, mit Einzelfällen rumzuquälen, sodass wir heute eher hingehen und sagen und anbieten, wenn es gar nicht geht, dann lass uns im Guten vernünftig voneinander verabschieden. Das ist ihr Stichwort Restrukturierung. Wir machen beides. Wir benutzen die gesamte Klaviatur, sonst wären wir nicht so schnell vorangekommen wie in den letzten Jahren. Ich will Ihnen aber auch sagen, da hat es über die Zeit eine deutliche Veränderung bei uns gegeben. Die Ressentiments und die Widerstände, die waren vor 5 Jahren erheblich höher als heute. Und wenn ich mir angucke, welche Unterstützung wir mittlerweile sogar von der Mitbestimmung bekommen, muss ich sagen, sind wir echt auf gutem Wege. Also die Fälle, wo wir wirklich, wo die Leute quer im Stall stehen, die haben massiv abgenommen. Ja, herzlichen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Wenn das nicht der Fall ist, bleibt mir nur noch übrig ein ganz, ganz großes Dankeschön auch für diesen wunderbaren Altersdurchschnitt, was mich sehr gefreut hat. Was ist da drin? Schalke-Karten? Da drin sind keine Schalke-Karten, da drin ist unsere Zechenbohne, unser eigener Kaffee, den wir haben. Ich hoffe, Sie sind nicht Teetrinker, ansonsten sprechen wir gerade auch mit Ronnefeld. Einen großen Applaus für den Herrn König. Ganz herzlich, ja. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.